habe euch heute mal ein bisschen was anderes vorbereitet, wie ich das die letzten zwei Male gemacht habe. Wir haben ja erstmal darüber gesprochen, was ist Gesundheit im Allgemeinen? Was versteht man darunter? Welche Faktoren etc. spielen da eine Rolle? Und wir haben ja auch viel dann darüber gesprochen. Ich habe ja für euch mal dieses kleine Basic-Skript gemacht gehabt mit dem Körperaufbau, also mit dem Bewegungsapparat und dem Stützapparat. Das hatten wir in dem Seminar quasi davor schon durchgesprochen. Und jetzt will ich heute vielleicht mal auf ein Thema eingehen, was viele, viele Leute vielleicht eher im höheren Alter entsprechend als wichtig ansehen. Ich sehe es leider nicht so. Prävention, also sogenannte Vorbeugung, ne, bevor mal was passiert, sollte auch vor allem in jungen Jahren schon geschehen. Das heißt im Endeffekt, dass wir zusehen sollten, dass wir uns im ganzen Prozess des Lebens halt eben wirklich gesund halten und fit halten und halt eben vorbeugen, wenn mal was ist oder dass auch nichts auftaucht. So, Maßnahme zur Verhütung von etwas Drohendem. Das heißt, Prävention ist ganz klar kategorisiert ins Thema Vorbeugung. Ne, wir wollen etwas vorbeugen, bevor etwas passiert. Bei Erkrankung ist es leider oftmals der Fall, wenn wir sie einmal haben, bleibt sie. Da wir uns meistens jahrelang oder vielleicht sogar jahrzehntelang ein bisschen gehen lassen haben oder nicht ganz so darauf geachtet haben, was wir essen, wie wir uns bewegen, wie die Belastung auf Arbeit ist, was wir so in unserem Alltag treiben, ist es natürlich dann immer meistens gleich der Herzfall. Natürlich, wir haben zwischendurch mal eine Infektion, wir haben zwischendurch mal Erkältung, wir haben mal die Grippe. Das ist so das, was jeder hat. Aber wenn es mal wirklich zu einer Krankheit kommt, sind wir wahrscheinlich an sie gebunden. So, Schritte zur Ableitung. Vorab ist es für mich immer wichtig, für jeden klar und deutlich darzustellen mit W-Fragen, wie könnte man damit umgehen oder im Prinzip, was könnte man tun, was macht überhaupt krank, was sollte man vermeiden, wie fängt man vielleicht überhaupt mit dem Thema an, kann ich mir Hilfe suchen, kann ich es selber machen. In solchen Momenten ist man immer leider, wenn man mal an den Punkt ankommt, immer relativ aufgeschmissen. Ne? Man hat sich damit nicht viel beschäftigt, man hat sich wahrscheinlich dann auch vorher nicht sonderlich viel drüber informiert. Und es ist dann immer eine relativ schwierige Sache und man verfällt vielleicht mal leicht in Panik, wenn es mal zum Ernstfall kommt. Deswegen habe ich für euch heute mal den Vortrag fertig gemacht, wo wir auf solche Fragen wirklich gezielt eingehen wollen, um einfach mal einen Leitfaden an der Hand zu haben, wie man sowas vielleicht umsetzen könnte, je nachdem, was für eine Ausgangslage es gibt und in welchem Punkt das Ganze dann für die Zukunft auch umsetzbar ist. So, was macht krank? Hier ist mal alles drunter verfasst, natürlich nur in groben Zügen. Es gibt mit Sicherheit noch Unterteilungen und spezielle Bereiche, was uns krank machen könnte. Ne, Strahlung, Gifte, Nährstoffmangel, überschüssige Nährstoffzufuhr, das heißt viel zu große Mengen. Dann kommen hier drunter noch die psychologischen Stressfaktoren. Ne, ganz klar, vorab an sich der Stress, die Hilflosigkeit und seelische Traumata. Das ist jetzt nochmal so mit in den Bereich, was krank macht, weil krank machen ist meistens nicht einfach nur körperlich, kann natürlich auch ganz klar auf irgendeine Art und Weise seelisch passieren. Bei dem einen fängt es vielleicht schon früh an in der Kindheit, das ist dann das, so gesehen das Traumata. Und bei dem anderen ist es der Stress im Beruf, vielleicht früher mal ein Mobbingopfer in der Schule gewesen, ist im Moment auch ein sehr, sehr großes Thema. Und das ist natürlich eine Sache, die beeinflusst uns alle natürlich auch auf irgendeine Art und Weise auf psychologischer Ebene. Aber das machen wir jetzt gleich nochmal ganz in Ruhe und ganz entspannt. So, wir fangen erstmal mit dem Grundthema an, Strahlung. Ganz klar wird jetzt mit Sicherheit mit jedem von euch die Gammastrahlung einfallen. Ne? Verstrahlung im Allgemeinen ist das Thema, was man eigentlich relativ häufig hört. Ja, Radiowellen, Röntgenwellen, Gammastrahlen, Radarstrahlen und UV-Strahlen. UV-Strahlen werdet ihr sicherlich auch alle kennen, weil wir täglich einer UV-Belastung ausgesetzt sind. Für uns ist sie ganz klar in gewissem Maße gesund.
Aber in Überdosierungen ist sie auch wieder nicht gesund. Ne? Ist natürlich halt eben, man kennt das auch umgangssprachlich, nicht direkt in die Sonne gucken, ist schädlich für die Augen, ist natürlich auch ein Faktor. So, ganz häufig bei dem Thema ist halt eben einfach, ich glaube bei Gammastrahlung müssen wir da nicht viel drüber sprechen, Radiowellen, Röntgenstrahlen und Radarstrahlen. Wir sind allen diesen drei Strahlungen, je nachdem und situationsabhängig, irgendwann mal ausgesetzt. In der Medizin ist es so, dass diese Strahlungswerte oder diese Strahlungsquellen benutzt werden, um den Körper zu durchleuchten, im Prinzip um in Bereiche vorzudringen, die wir mit dem Auge nicht sehen können, um einfach wirklich einleuchten zu können, was passiert. Und wir wollen ja in dem Zusammenhang nur einmal reinleuchten und wollen keinen damit vergiften. Natürlich ist da auch wieder eine Übermenge für den Menschen schädlich. Ja, ganz großes Thema aktuell auch immer wieder in Medien, in News, sind halt eben leider Radiowellen. Ganz, ganz häufig kennt man aus Fernsehserien das Thema wie Anwohnerklagen, da ist ein neuer Handymast aufgestellt worden, etc. Funkwellen, die können nicht mehr schlafen, Handybelastungen, Tumore hinterm Ohr. Das ist ein ganz, 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 ganz großes Thema gewesen. Aktuell läuft in Wien eine Studie zum Thema Radiowellen, also Handybelastung, WLAN etc. Es gibt noch keinen Standpunkt dazu. Also es gibt wieder Kritiker, die sagen, Röntgenstrahlung und Radiowellen etc. sind halt eben aufgrund der Netze, die wir aktuell haben, für uns stark belastend. Und es gibt wieder Leute, die sagen, dass das totaler Quatsch und dass das Unfug ist. Das mit den im Prinzip Funkmasten auf Häusern hat man in einer kleinen Studie schon mal vorab getestet. Dabei ist rausgekommen, wir haben eine sehr, sehr lustige Studie gemacht, die haben sich gezielt Wohngebiete rausgesucht, die neu gebaut worden sind, wo halt eben wirklich quasi Handynetztürme auf Dächern aufgestellt worden ist und sind mit den Providern zusammengegangen, haben die abgeschaltet und haben Leute einziehen lassen. Und es ist halt dann verstärkt über Kopfschmerzen geklagt worden, es ist verstärkt über Schlaflosigkeit geklagt worden, aber einfach nur anhand von Angst, ja, von psychologischer Angst. Die Türme waren aus, also es gibt keine Strahlung, aber halt eben, wenn du das Ding auf dem Dach siehst, hast du halt eben einen psychologischen Effekt, der leider so auf die Strahlung nicht umsetzbar ist. Die Studie läuft noch. Man wird wahrscheinlich in 2-3 Jahren ein bisschen schlauer sein, was das Ganze angeht. Deswegen ist halt eben wirklich die Frage, wenn man sowas hat, würde ich sowas immer vorab als bedenklich einstufen. Lieber sich vor was schützen versuchen, solange wie man nicht weiß, ob es gefährlich ist oder nicht. Natürlich, wir werden uns da wenig Gedanken drüber machen. Man kennt das ganz, ganz häufig, die Leute, die über Bluetooth hier die Handygeräte im Ohr haben, roundabout 10, 12, 13, 14, 15 Stunden, je nachdem, wie lange die arbeiten. Meistens sind das auch Paketfahrer oder halt eben Leute, die wirklich aus beruflichen Gründen viel im Auto telefonieren. Ist halt eben immer so die Frage, ob die Dauer förderlich ist. Eigentlich tut es auch im Endeffekt ein stinknormaler Kopfhörer, ein Kabel, ein Telefon, ne? Macht jetzt im Prinzip den Kohlen nicht fett. Aber das ist auch wieder eine stark individuelle Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Ne? Ich bin dann lieber der Mensch, der dann sagt, man betreibt möglichst Prävention, also Vorbeugung, und versucht das Thema erstmal anders anzugehen und sich davor erstmal zu schützen, bis man weiß, was Sache ist. Ja gut, und wenn es halt eben nicht war und wenn alles gut ist, haben wir auch nichts falsch gemacht. Wenn es natürlich schlecht war, haben wir gut vorgebeugt und sind fein raus aus der Sache, ne? Das ist ganz klar. So, weiter geht's. Typische Strahlungswellen habe ich für euch mal aufgelistet. Ne? Mikrowellen, Telefone, ne? Da halt eben, das ist so der typische Handymast, den man glaube ich auch öfters mal sieht. Ja, und halt eben Strahlung im Sinne von Kraftwerken. Man weiß ja bei Atomkraftwerken, da werden ja die Gammastrahlenwerte gemessen, sind auch im medizinischen Normbereich. Aber dabei muss man auch immer wieder beachten, es ist in der Medizin häufig so, dass über Jahrzehnte anhand von Statistiken Werte immer wieder angepasst und verfeinert werden. Ne? Aktuell ist wahrscheinlich unser Atomkraftwerk, wenn mal einer drum herumlaufen sollte, was bei uns relativ unwahrscheinlich ist, laut den Strahlenwerten noch alles okay, aber muss man auch nicht machen, also kann man auch mal größer drumherum laufen. So, nächstes Thema sind die
sind die Umweltgifte. Ja, da ist es aktuell, muss ich ganz ehrlich sein, schwierig. Wir haben immer mehr das Problem, halt eben wirklich mit unserem Grundwasser, aufgrund von Düngemitteln auf Feldern, aufgrund von Hormonen, von medikamentösen Hormontherapien im Trinkwasser. Unsere neuen modernen Kläranlagen sind aktuell nicht in der Lage, Hormone aus dem Grundwasser zu holen. Das heißt, dass sich das im Laufe der Zeit auch potenzieren wird. Wir haben jetzt ganz, ganz groß wieder das Thema in der Medizin mit den Östrogenen im Trinkwasser und der Verweiblichung von Männern. Ich habe letztens erst wieder von einem sehr, sehr euphorischen Menschen gehört. Man kennt das immer wieder, es ist wie der Hardcore-Veganer, der die Sache natürlich sehr, sehr stark übertreibt, dass seine körperlichen Gebrechen im Prinzip nur davon kommen. Man kann jetzt nicht hergehen, aufgrund, weil man es weiß, alles in eine Kategorie stecken. Natürlich ist das aktuell so der Fall, dass wir Hormone etc. im Grundwasser haben, die wir nicht ändern können, die wir auch aufnehmen werden. Es ist in Mineralwasserflaschen etc. nicht mehr anders. Das heißt, sie sind generell für uns vorhanden und damit werden wir aktuell erstmal leben müssen, bis man in der Lage ist, wirklich diese Hormone aus dem Grundwasser zu holen. Ne? Ich würde jetzt da auch nicht wirklich in Panik verfallen. Also mir wäre jetzt auch kein Fall in der Medizin bekannt, wo man sagen würde, es ist kompliziert nur dadurch. Es sind immer viele, viele Faktoren, die für einen im Nachhinein eine Krankheit etc. ausmachen. Und da sollte man immer im Regelfall mitspielen. Ja, Oberflächenwasser. Ganz, ganz häufig, man sieht das auch in den sozialen Netzwerken öfters, man kennt das typisch, ne? Oberflächenwasser sind Ölfilme, aber auch Plastikmüll. In den letzten 10 bis 20 Jahren ist es leider des Öfteren, oder es kommt halt eben sehr, sehr oft vor, dass wirklich unser Grundwasser, ne, nicht davon betroffen ist, sondern wirklich offene Flächen und Meere, wo tonnenweise Plastikmüll landet. Ich hatte vorletzte Woche rein durch Zufall ein Video von einem Taucher, der irgendwo in Südamerika getaucht ist und mit seiner GoPro ein Handyvideo gemacht hat von einem sehr, 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 sehr zugemüllten Unterwasser. Und der Alter, später was weg, ne? Ich habe es nicht mehr gefunden, ja. Ich hätte das speichern sollen, das war so schlimm. Ja. Also, und man konnte das Ausmaß halt eben wirklich sehen. Ne? An der Oberfläche ist das relativ normal, man erkennt kaum was. Und unter Wasser ist es halt eben total extrem, weil wirklich die Brandung dann halt eben den Müll in die Riffe spült und es bleibt hängen. Ne? Schildkröten etc. pp. Alles verendet daran, ne? Anhand von Draht, anhand von Netzen. Und es wird immer mehr. Aber war wirklich erschreckend, wenn man es gesehen hat, ne? Ja. Wie voll das war. Also der erste Moment war, ich habe eigentlich erst gedacht, dass das ein Fake wäre. Ich war mir da nicht sicher. Aber ja, dann machte den Eindruck. Ne? Ja, und dann war es noch in der Welt, war es auch noch drin. Wir hatten das noch ganz groß als Titelfoto. Ich war echt im ersten Moment jetzt überlegen, ist das ein Fake, ist das echt? Nein, das ist echt. Das kann man auch mal googeln, ich habe es mal im Vorfeld gemacht. Es sind zwar nur Bilder vorhanden, aber es muss wohl richtig extrem sein. Ne? In diesen Bereichen, nur wir kriegen da nicht wirklich viel von mit. Ja, Luftverschmutzung in Häusern, ganz, ganz großes Thema. Ist Asbest, ne? Betrifft uns auch heute noch. Ich habe letzte Woche in der Uni erst nochmal das Thema gehabt, dass wir immer noch zwischen 40-60% der Häuser in Deutschland mit Asbest haben. Eigentlich ist es ja schon lange, lange verboten. Und jeder sollte auch zusehen, dass er sowas aus Zwischendecken. Große Buchzahl davon gibt mal so Mitte 60 bis Ende 70. Richtig. Dann sind die langsam davon gegangen. Richtig, und wir haben es leider immer noch. Es ist von dem Zeug genug im Beton verarbeitet. Wir werden da nicht so schnell von wegkommen. Ja, das sind halt eben so Sachen, Möbelverarbeitung, Tische, Stühle, Plastik. Es ist natürlich alles auf irgendeine Art und Weise bei einer gewissen Temperatur immer stoffabhängig und es wird alles irgendwo ausgasen. In den letzten 30 Jahren, die Statistik, die ich gesehen habe, waren 28% Mehrbelastungen in Häusern aufgrund von Möbellacken, aufgrund halt eben wirklich auch von chinesischen Produkten. Es wurde ganz klar hervorgehoben einfach,
dass es manches Mal halt eben auch einfach aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses nicht den Normen entspricht, der es sollte. Und ja, wir führen halt eben auch ganz stark Produkte halt eben einfach ein, die dann halt eben nachher auch eigentlich CE-Prüfzeichen etc. kriegen sollte. Und da ist es auch im Moment aktuell eine sehr, sehr große Frage, inwieweit sind solche Prüfzeichen aktuell auch wirklich gekauft. Na, also inwieweit wird da wirklich Augenwischerei getrieben. Und ja, das wird sich auch wieder in den nächsten 5 bis 10 Jahren herausstellen, inwieweit das der Fall ist. Auf jeden Fall ist es aktuell so, dass wir immer größere Probleme auch aufgrund von Keimbelastungen. Wir werden alle immer kränklicher, dadurch summiert sich natürlich auch die Bakterienkultur auf Griffen, auf Tischen, auf Stühlen, im Badezimmer etc. Und somit haben wir halt eben auch eine erhöhte Belastung in Häusern. Ja, Deckbaugase, da muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel zu erzählen, da sind wir halt eben glaube ich alle von geprägt. Ne? Wir kommen halt eben aus dem Ruhrpott, wir sind Ruhrpottler. Das ist ein Thema, was schon lange grassiert, ne? Im Prinzip Kohle oder Staublunge. Ist auch immer noch häufig, weil der Durchschnitt halt eben immer älter wird bei uns. Ja, Industriegase, Stickstoffe. Das typische Thema wäre, glaube ich, Kohlekraftwerke. Das ist, glaube ich, das, was auch wirklich jeder kennt. Es ist ja schon mal gut, dass hier eins abgeschaltet wird. Ja, das ist immer... Das ist beschlossene Sache, dass Autostärkwerk komplett zu. Wird die Stärke abgeschaltet? Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch ist oder spätestens nächstes Jahr. Da weiß ich jetzt so, muss ich ehrlich sein, nichts von. Müsste ich mal nachforschen. Das stand ja, in erst mal abwarten. Na, und aber es geht mir wirtschaftlich. Ja, gesprochen wird viel. Ob es nachher unterm Strich wirklich so aussieht. Ja, das steht wohl ganz anders. Das stimmt, das ist allerdings richtig. Ja, das Thema halt eben Kohlekraftwerke, Stickstoffoxide, ne? Und halt eben, natürlich, die werden staatlich immer mehr genormt. Ne? Es geht immer mehr um so Sachen wie Filteranlagen, um Luftreinigung. Aber inwieweit das Ganze dann doch wirklich umgesetzt ist, ist halt eben immer eine schwierige Frage. Es gibt halt eben zu solchen Sachen auch allgemeine Schutzvorschriften für Anwohner, die halt in der Nähe solcher Gebäude wohnen oder leben. Es gibt auch ganz, ganz häufig diese sogenannten Pilzgrafiken, in denen es eigentlich darum geht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Abgastum oder Kühltypen, wie sie alle umgangssprachlich heißen, habe, wie sich im Prinzip eine Smogwolke quasi ausbreitet. Ne? Im Prinzip die Erklärung, wie die Gase absteigen. Dabei ist halt eben ganz faktisch gesehen, dass wir um das Kraftwerk drumherum in einem Bereich von 5 Kilometern relativ sicher sind, weil der Trichter sich nach außen hin ausweitet und da erstmal aufgrund von Luftverwirbelungen etc. nicht viel passiert. Aber dann kommt es halt auch eben runter. Und die Sicherheitsradien sind 5 Kilometer neben und 25 Kilometer dahinter. Das sind so diese allgemeinen Grafiken. Jetzt ist natürlich wieder eine andere Sache, wenn ich einen Sturm habe, wenn ich starke Windgeschwindigkeiten habe, verändert sich das natürlich auch wieder und somit kann sich im Prinzip eine Smogwolke auch anders niederschlagen. Bei Regen natürlich auch, ganz klar, wird sie flächig gewaschen. Das ist relativ logisch, ne? Da spielt es dann keine Rolle mehr, inwieweit sich die Wolke ausbreitet. Das sind auch allgemeine Schutzfaktoren, die man, glaube ich, auch auf der Seite von der WHO nochmal nachgoogeln kann. Das ist aber auch schon einige Jahre bekannt. Sie sprachen da jetzt über Abgastürme oder tatsächlich über Kühltürme? Sie das Problem an dem Kühltürm ist halt... Sprachlich sagen Sie ja gerade, würden die auch Kühltürme genannt. Das ist ja definitiv schon ein Unterschied, ne? Richtig, der Kühlturm kühlt ja im Prinzip die Temperatur des Kraftwerks runter, aber er selber erzeugt auch Gase. Ja. Im Kühlturm selbst wird der Generatordampf runtergekühlt, genau. Dass man wieder entsprechend Flüssigkeit dazu weiterkühlt. So, und ich war zu einer Besichtigung in dem Kraftwerk hier in Werne und da wird davon gesprochen, dass runtergekühlte Generatordampfwolken auch bei Überdruck ausgelassen werden sollten. Und damit habe ich auch bei dem Kühlturm im Endeffekt eine gewisse Gasausbreitung. Okay.
Also ist dieser Wasserdampf schon irgendwie kontaminiert oder irgendwie zu belastet? Er ist ungereinigt, weil er quasi bei Überdruck einfach ausgeleitet wird. Ja. Ich muss selber sagen, ich war überrascht, weil für mich ist ein Kühlturm gewesen damals immer. Ja, da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wie Wasserdampf vor dem Kühlturm ist auch Schwefel. Schwefel. So weit bin ich nicht im Thema. Ja, das, dann, das wird nicht so sauber sein, dass man es gedankenlos oder gefahrlos einatmen kann. Das sicherlich nicht. Aber ich habe das Starte auch immer nur so gesehen als ja, Wasserdampf. Ne? Wasserdampf, ich auch. Also ich war, Moment, ich habe es auch immer als Wasserdampf gesehen. Deswegen, wir hatten diese Besichtigung gemacht. Oh, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Die sind natürlich relativ drucksend, wenn man auch Fragen stellt. Aber dann ist halt eben nachher zugegeben worden, ja, wenn mal Überdruck entsteht, ne, wenn die Produktion läuft, wenn das Kraftwerk mal ordentlich in Anführungszeichen Gas gibt, ja, dann wird auch schon mal ausgeleitet. Und das ist halt dann wirklich ein, für mich halt... Aber solche Fragen stellt man ja auch nicht. Man wird gut angeguckt, also so viel ist sicher. Ich finde es immer schön, wenn man mal so ein bisschen hinterfragt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Kraftwerksbesichtigung kann ich nur empfehlen. Ja. Also es ist halt eben, man kann halt eben das Thema auch wirklich viel, viel googeln, aber man kriegt nicht viel raus. Und die sind ja nicht teuer, wir haben 15 Euro damals bezahlt. Das ist natürlich über die Politik gewesen, ne? über eine Partei. Da kommt man da halt eben wirklich gut dran. Wie es jetzt für den Normalbürger ist, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Aber sehenswert. Natürlich, wenn man dann Fragen stellt, die nicht ganz angebracht sind, wird man auch mit angeguckt, aber na, so ist man halt. Ne? Heutzutage muss man sich auch Gedanken machen, wenn man so eine Einschubschneise vom Flughafen legt. Ja, das Thema ist die Flieger auch. Wegen des Spüttelhass hier. Also ich glaube nicht, dass es erlaubt ist, dass du eine Einflugschneise Sprit ablassen darfst. Die werden so knapp verrechnet, dass sie nicht wissen. Die müssen den Flieger erleichtern. Nein, die lassen keinen Sprit ab, das ist Quatsch. Es werden so viele Tonnen geladen, dass sie noch eine kleine Sicherheitsreserve haben. Und diese Sicherheitsreserve, wenn die nicht benötigt wird, weil sie eine Warteschleife müssen und dergleichen, nehmen die wieder mit runter auf den Boden. Das ist so. Also das ist dadurch ist das Landegewicht nicht so hoch. Wenn die direkt nach dem Start umdrehen müssen, wegen einem technischen Defekt, die müssen direkt landen, dann sind sie zu schwer. Dann müssen sie ablassen, sonst kommen sie nicht mehr heile runter. Aber nicht bei einem geplanten Flug. Also ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, dass man wirklich den Lärm, ganz klar, da muss man sich keine Gedanken drüber machen, das ist ein Fakt, der ist da, den kann man nicht wegdenken, aber ich glaube nicht, das wäre im Prinzip vorsätzlich im Menschen. Vor allem, das würde Kosten verursachen. Wissen Sie, was so eine Tonne Sprit kostet? Kerosin ist teuer. Ja. Wir werden Teufel tun und Kerosin einfach in die Umwelt pusten. Ja, das machen die nicht. Kerosin ist ja die teuerste. Also ich kann es mir wirklich nur wirklich schwer vorstellen. Ich glaube da nicht. Aber ich forsche es mal nach. Ich glaube, wir sehen uns ja sowieso nochmal. Das ist ein Thema, das schreibe ich mir gleich gerne mal auf und werde das nochmal nachforschen. Dann haben wir das wirklich schwarz auf weiß. So, dann machen wir weiter. Das Thema Batteriesäure. Ja, das Problem bei uns mit der Batteriesäure ist nicht die Säure an sich das Problem, sondern das Problem bei der Batteriesäure ist für uns immer noch das Recycling. Sagen wir es mal so, wir gehen mit Batterien im Allgemeinen relativ schlagsig um. Ne? Man kennt das überall in Supermärkten etc. stehen Batterieboxen, man kennt das von der typischen Autobatterie. Wenn die Batteriesäure richtig entsorgt und wieder aufgewertet wird, ist sie für uns als Mensch nicht ganz so bedenklich. Ne? Natürlich, Batteriesäure an sich ist für die Umwelt nichts Tolles, das ist ganz klar Fakt. Bei uns ist aber das größere Problem aktuell immer noch das Recycling. Ne? Die Leute werfen immer noch Batterien einfach quasi in die Umgebung, in den ganz normalen Müll etc. Und das ist halt eben das Problem, was wir immer noch haben, was Batteriesäure auf eine gewisse Art und Weise auch einfach immer noch gefährlich macht. Ne? Wenn es in die Umwelt kommt, kommt es mit Sicherheit auch ins Grundwasser. Und dann ist halt eben immer eine Frage, wie gut kann ein Klärwerk Batteriesäure oder Säure an sich generell filtern. Ich habe es versucht rauszufinden, ich habe bei mir an der Uni auch nachgefragt, als ich eine Recherche versucht habe, aber das Thema ist nicht aufzufinden, inwieweit Klärwerke wirklich mit Batteriesäure klarkommen. Es wird mit Sicherheit, wenn man die mal wegschmeißt, wenn sie unsachgemäß entsorgt wird, dazu kommen, dass es ins Grundwasser kommt, aber inwieweit, ich glaube nicht, dass ein Klärwerk in der Lage ist, so eine Säure aus dem Wasser zu filtern, weil einfach dafür ist es ja auch eigentlich nicht ausgelegt worden.
Ja? Und schwieriges Thema. Wir kennen das immer wieder. Jeder kennt, glaube ich, diesen grünen dreieckigen Pfeil, ne, auf den Recyclingkisten. Das wird auch immer noch häufig in gewissen Medien Werbung betrieben, was Batterieentsorgung angeht. Jetzt mittlerweile wird auch das Thema Handyentsorgung thematisiert, weil halt eben im Prinzip der Handyakku ja eigentlich genau das Gleiche ist. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was sich in der Menschheit nicht mehr so ändern wird. Aber meiner Meinung nach immer noch, und man sollte wirklich zusehen, dass man solche Sachen gerecht entsorgt, halt eben auch einfach, um eventuell Mitmenschen nicht zu gefährden, um uns selber nicht zu gefährden und auch wirklich für eine bessere Umwelt. Ne? Deswegen habe ich jetzt Batteriesäure nochmal persönlich mit reingenommen, einfach nur, weil es fehlt einfach. Ne? Und das Verständnis dafür geht auch immer weiter unter. Man sollte schon zusehen, dass man Batterien etc. Und wobei der Handel da ja schon so ein bisschen reagiert hat. Die sind da ganz relativ clever, wenn man eine neue Batterie kauft, zahlt man 10 Euro drauf. Wenn man die alles zurückbringt, kriegt man den 10er wieder. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Damit ist schon mal sichergestellt, dass ein Großteil zurückkommt. Ja. Klar, bei den Kleinen, die gehen irgendwo davon. Auch ich habe schon eine Knopfzelle in meinen geschmissen. Das ist ganz einfach. Ich habe letztens eine Autobatterie gebraucht, da bezahlt man Pfand für. Das ist eine gute Lösung, also ich halte es definitiv für eine gute Idee. Bei einer Autobatterie ist es ja natürlich auch eine größere Menge, ne? Das ist ganz klar. Ja, Bücher. Und der Handel ist auch mal gut, diese alten Autobatterien zurückzugeben. Besser ist es für uns alle. So, ja, das Thema ungeklärte Abwässer haben wir in Deutschland immer und immer häufiger. Halt eben dadurch, dass wir viele Stoffe nicht mehr aus dem Wasser oder aktuell noch nicht aus dem Wasser bekommen, müssen wir das Thema ungeklärte Abwässer einfach mit aufführen, weil es im Endeffekt eigentlich nicht mehr der Norm entspricht oder der Norm entsprechen sollte. Deswegen haben wir dann halt eben verstärkt auch Wasser, was in Anführungszeichen kontaminiert ist mit Hormonen. Ja, das ist eigentlich das Thema. Ich habe es jetzt nochmal gesondert aufgeführt, eigentlich nur der Vollständigkeit halber, weil wir ja gerade schon mal darüber gesprochen haben. Und dementsprechend habe ich es nochmal mit aufgeführt. Ja, Großstadtsmog. Umweltschonen, das Thema ist unfassbar häufig und unfassbar extrem aktuell. Es sollen ja Dieselstufen wieder verboten werden. Wenn ich das Thema jetzt wirklich anreiße, sitzen wir in 2,5 Stunden noch hier und diskutieren darüber. Der Diesel wird jetzt für die Innenstädte oder soll verboten werden, wie der aktuelle Stand jetzt gerade genau ist. Weiß ich nicht, haben Sie es durchgedrückt? Weiß einer was? Stuttgart ist da ja so ein bisschen Vorreiter. Ja. Und die sind also noch nicht so weit, dass sie Zonen haben, wo sie sagen, ihr dürft hier nicht mehr rein. Das Problem an der ganzen Sache ist auch wirklich, dass die Messungen halt eben ergeben haben, dass es nichts ändert. Auch wenn wir auf Elektrofahrzeuge zum Beispiel generell umschwenken würden, der Abrieb der Straßen, der Reifen, bringt so viel Feinstaub und so Feinstaub in die Welt, da ist der Diesel schon wieder zweitrangig. Ja, das Elektroauto ist ja auch kein Fortschritt mehr. Weil halt eben die Produktion unfassbar viel. Auch die Energie muss ja irgendwo herkommen. Ja, so, ja, die wird produziert. Das wird aber auch wieder nichts ändern. Na, und natürlich wird das im Laufe der Zeit immer schwieriger werden. Jetzt ist halt eben die Frage, inwieweit wird sich dann halt eben wirklich der öffentliche Nahverkehr noch anders entwickeln. Wir haben jetzt halt eben sehr, sehr häufig auch das Thema mit dem autonomen Fahren, also dem vollautonomen Fahren. VW hat vor 5,5 Jahren nochmal einen Konzern abgespaltet, der sich damit beschäftigt, halt eben wirklich vollautomatisiertes Fahren quasi straßentauglich zu machen. Ich habe vor 14 Tagen, nicht ganz genau vor 14 Tagen, bei YouTube gibt es, ich weiß jetzt nicht mehr, habe ich das aufgeschrieben, das abgespaltete Tochterunternehmen von VW, ich hatte jetzt gerade den Mappenordner nicht dabei, hat einen speziellen Namen und die haben ein Video veröffentlicht, die haben schon voll autonomen Busverkehr zu Testzwecken auf dem Firmengelände. Das heißt, im Laufe der Zeit wird es auch wohl irgendwann mal dazu kommen, wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren. Inwieweit das wieder durchgesetzt wird, ist aktuell auch noch schwierig zu sagen. Ist natürlich die Frage, wird dadurch im Prinzip die Innenstadtbelastung weniger? Ich glaube, wir brauchen all dieselben Fortbewegungsmittel und es wird dann auch immer noch Leute geben, die sich von ihrem Auto nicht trennen, weil es schränkt die Mobilität einfach ein, ganz klar. Wenn ich jedes Mal auf einen, auch wenn es ein autonomer Bus ist, auf einen Bus warten muss,
wird das nicht ganz so viel ändern. Okay, wenn die Infrastruktur gut ausgebaut ist und man relativ kurze Wartezeiten hat, ist das akzeptabel. Und bei uns hier in der Ecke können sie knicken. Ja, ist so. Richtig, das ist so für uns. Und es gibt noch ländliche Gegenden, da geht es gar nicht. Ja. Noch nicht. Kommt vielleicht noch. Wer weiß, vielleicht fliegen die Autos bald alle. Das ist auch eine Planung, ne? Das ist auch eine Planung. Ja, aber das ist aber auch schon sehr, sehr lange eine Planung. Gab es ja schon in den 80er schon. Ja. Schon die ersten Versuche. Die Menschen müssen Räume haben, mein Gott. Ja. Ist halt so. Das ist richtig. Ja, nächstes Thema Richtung Gifte sind halt eben wirklich die Nährstoffe. Das größte Thema aktuell ist ja wirklich immer noch, inwieweit ist aufgrund von unserer Agrarwirtschaft wirklich noch die Pflanze in der Lage, die Nährstoffe zu bilden, die wir brauchen. Wir kennen sicherlich alle von der Packungsbeilage, wo die Kalorienzahl draufsteht, wo die Nährstoffe draufstehen. Wir haben halt eben immer einen größeren und größeren und größeren und größeren und größeren Bedarf wirklich an Ackerflächen, ja, häufig leider wirklich aufgrund von unserem Fleischkonsum, ne? Weil halt eben wirklich die Menge an Rindern, die wir aktuell oder generell an Tieren beherbergen, wirklich viel Futter braucht in der Mast. Dadurch werden natürlich riesige Flächen benutzt und halt eben auch dauerhaft bebaut. Das heißt, dass das Land eigentlich gar nicht so richtig die Möglichkeit bekommt, die Nährstoffe wieder aufzuforsten, die wir ihm entziehen. Das ist im Prinzip wie bei uns, wenn wir jeden Tag 40 Stunden trainieren gehen würden, wenn der Tag so viele Stunden hätte, dann wären wir auch nach einer Woche tot. Weil es findet keine Regeneration statt. Na, das ist das Problem halt eben wirklich dann mit den Rohstoffen. Ja, zu starke Verarbeitung, industriell gesehen. Es kommen immer mehr Produkte auf den Markt, die nicht natürlich sind, das heißt, die so in der Natur nicht vorkommen. Ne? Künstliche Herstellung, viele kennen es immer. Auch so im Getreideanbau und so, genmanipulierte Zeugs. Tja, jetzt wäre die Frage, inwieweit wir das in der Zukunft noch Auswirkungen haben. Bayer hat ja vor kurzem den Deal da gemacht mit Monsanto, also die haben sie ja quasi geschluckt. Jetzt ist natürlich der größte gentechnische Umbauer erstmal namentlich vom Markt, das ist ganz klar. Die Firma existiert ja weiter, ist jetzt im Prinzip nur umgebrandet. Inwieweit Gentechnik sich in den nächsten Jahren durchsetzen wird, die haben sie aktuell schon, ne? Wir können auch nichts dagegen machen und es wird auch mit Sicherheit mehr werden. Und inwieweit ist halt eben einfach nur die Frage, ich habe... Oh, da war ich noch ganz am Anfang des Studiums. Gab es eine Riesendiskussion von der WHO auch, weil sich Monsanto damals versucht hat, Patente auf Tiere zu sichern. Wir haben halt eben damals versucht, auf gentechnisch veränderte Schweine und auch Ziegen ein Patent zu bekommen. Natürlich ist das eine ganz, ganz ethisch auch schwierige Sache, ob man sich ein Schwein patentieren lassen kann und sollte. Ich habe danach nie wieder was davon gehört. Ich weiß nicht, ob es das Patent wirklich gibt oder ob es durchkam. Aber sich Tiere patentieren zu lassen, nur weil sie gentechnisch verändert sind, das ist schon... Baut sich wieder sein eigenes Schwein. Ja, es baut sich wieder sein eigenes Schwein. Es ist ethisch und moralisch halt eben auch einfach schwierig. Ne? Nicht nur halt eben auch wirklich, wie geht es dem Tier damit, nur das interessiert wahrscheinlich dann auch wieder keinen Menschen. Vor allem, wer hat den Weitblick zu beurteilen, wenn ich gentechnisch da eingreife, wie wird sich das mal weiterentwickeln? Ja, welche Richtung läuft das? Ja. So, das sind irgendwelche Dinge, die wir nicht mehr erleben werden. Unsere Nachkommen, unsere Enkel, Urenkel, die werden darunter zu leiden haben, wenn wir so einen Scheiß machen wollen. Also sollten wir besser die Finger weglassen. Der Gentechniker ist es auch. Wir haben ja keine andere Möglichkeit, weil bei unserer Ressourcenübernutzung, bis 2050 sollen wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein und so viele Ressourcen haben wir gar nicht zur Verfügung. Die Menschen, die vermehren sich exponentiell. Ja, die Frage ist halt eben, aber sollte man jetzt nur aufgrund der exponentiellen Vermehrung von Menschen so mit Gentechnik spielen? Das auf gar keinen Fall. Aber ist es eine Begründung, ist es eine Rechtfertigung? Das auf gar keinen Fall, aber darauf könnte es hinauslaufen. Es wird halt eben gerade stark daraus hinauslaufen, das ist halt wirklich einfach so. Ja, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Was man dazu in dem Punkt sagen muss, wir haben aktuell die vegane Welle in Deutschland. Wir haben jetzt aktuell 9 Millionen wirklich Leute, die sich vegan ernähren. Auch ein sehr, sehr großes Streitthema, was sowas angeht, weil der Veganer ja im Prinzip das totale Gegenteil so mit dem Rohkostler der Verarbeitung ist.
weil er halt eben wirklich versucht, sich von Sprossen, von Keimlingen zu ernähren. Schwierige Frage, ob das in Zukunft tragbar ist für den Menschen oder irgendwas ändert. Der Trend ist da, ganz klar. Die Frage ist halt eben einfach nur, ob sowas auch wirklich existenziell überlebensfördernd für uns alle ist. Wir haben immer wieder das Problem mit der Proteinquelle, dann haben wir das Problem mit Pflanzen, entwickeln halt auch wirklich Abwehrstoffe. Das heißt, wenn sie gefressen werden, sollen halt auch Insekten daran sterben. Diese Stoffe nehmen wir auch in erhöhtem Maße auf. Es ist auch schon mehrfach bewiesen worden, dass sie in großen Mengen auch für uns wirklich schädlich sind. Und dann ist halt eben die Frage, inwieweit ist vegan für die Menschheit tragbar? Wir haben ja gerade gehört, dass wir uns auch exponentiell stark vermehren erleben. Wir werden immer mehr, nicht weniger. Und nun ist die Frage, ob das wieder ein tragbares Konzept ist. Ich glaube nicht, dass vegan irgendwas ändern wird. Es wird sich dann halt eben alles irgendwo so auf die Landwirtschaft umschwenken, auf den Ackerbau und wieder auf den Pflanzenanbau. Aber ich glaube, wir werden nachher wieder da landen, wo wir jetzt auch schon sind. Und die Versorgung der Menschheit wird so auch nicht besser werden, sagen wir es mal in dem Fall. Natürlich, klar, es hat den Vorteil, wir haben kein Antibiotikum mehr im Fleisch, ne, was uns halt eben dann im Laufe der Zeit auch irgendwo gegen alles resistent macht. Aber wir sagen es mal so, die Pharmakonzerne werden irgendwann umschwenken und auch alle anderen Konzerne und dann haben wir auf der Ebene dasselbe Problem wie jetzt beim Fleisch. Mittlerweile sagt man ja schon, man soll aber Erkältungen Hühnersuppe zu sich nehmen. Und die Spötter, die sind da schon so weit, die da sagen, ja, da sind ja so viel Antibiotika drin. Deswegen hilft auch Hühnersuppe bei Erkältung. Also alles so ein bisschen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ja, es ist halt eben wirklich nicht nur so dieses eintönige Thema. Ne? Viele Leute haben halt eben wirklich diesen sehr, sehr spitzen Blickwinkel nur aus einer Warte raus. Aber es ist nichts Tragbares. Man sollte dann schon dann wirklich versuchen, aus wirklich vielen verschiedenen Blickwinkeln auch die Menschen dann zu verstehen. Aber es ist, glaube ich, nichts tragbar. So. Aber ein Antibiotika-Hühnersuppe, mein Gott, das ist so ein schönes Thema. So, fehltes Grundwissen. Ja, ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Es ist halt eben immer für uns vor allen Dingen auch schwierig, halt eben Lebensmittel wirklich einzuschätzen. Ich habe das bei mir sehr, sehr oft im Studium, dass ich sehr, sehr viele Leute habe, die wirklich halt eben wirklich aktiv essen in großen Fastfood-Ketten, ne? Ganz klar. Das Problem mit der ganzen Sache ist auch einfach immer, inwieweit stimmen da die Nährstoffangaben, inwieweit kann ich da wirklich einschätzen, was esse ich und wie viel esse ich, in welcher Menge. Ne? Wir kennen das alles, ein großes, fluffiges Brot, eine Ammoniakpastenbulette, bei McDonald's auch erst gerade wieder ein Riesenthema gewesen, mit dem unechten Fleisch, in Anführungszeichen, weil sie einfach hergehen und versuchen, unechte Fleischpastete quasi zu entwickeln. Das Thema wird immer mehr und immer häufiger werden, ne? Und da ist halt eben die Verarbeitung auch sehr extrem. Und für uns als Mensch natürlich nicht einschätzbar. Fast gut kann man essen, nur halt eben, man sollte wirklich versuchen, eine Übermenge zu vermeiden. Ne? Es ist jetzt wahrscheinlich auf die Dauer auch nichts Schädliches, aber halt eben für den Menschen schwierig einzuschätzen. Ja, ich würde jetzt niemandem irgendwie eine Pizza oder einen Burger oder sonstiges irgendwas verbieten, aber man sollte schon, wie wir das gerade mit den Handymasten und der Handy- und der Funkwellensache hatten, versuchen, das Ganze wirklich ein bisschen einzudämmen. Ja, fehlende Nahrungspolitik. Ja, ich das bei Nahrungsmitteln. Dass nicht wirklich deklariert ist, was teilweise drin ist? Also ich wüsste nicht, dass es eine mehrfach geprüfte Inhaltsangabe von McDonald's, nee, von KFC oder von Burger King ist. Wenn man jetzt irgendwie andere Nahrungsmittel holt im Geschäft, es steht ja nicht wirklich drauf, was wirklich drin ist. Die groben Nährstoffangaben haben wir. Ja. Wir haben auch die grobe Kalorienzufuhr. Aber halt eben das Problem an der ganzen Sache ist, Konservierungsstoffe etc. werden auch alle meistens entweder nur mit dem Namen angegeben. Das heißt, es ist kein prozentualer Anteil. Nur mit dem Ebenmann. Ja, mit dem Ebenmann quasi. Es ist schon ein bisschen Verschleierung da, dass die ganze Sache ist. Zum Beispiel. Man kann es so gesehen nicht totreden, man kann es auch nicht schönreden, aber es ist da. Nur inwieweit, wir können es eigentlich überhaupt nicht einschätzen als normaler Mensch. Ja, fehlende Nahrungspolitik. Ist ein Thema jetzt von mir, was ich frei gewählt habe. Wir sind alles irgendwo Menschen. Wir leben alle momentan in einer sehr, sehr stressigen Gesellschaft.
Wir sind alles irgendwo noch Individuen, die viele verschiedene Baustellen im Leben haben. Ne? Wir arbeiten nicht alle nur an einer Baustelle. Wir haben wahrscheinlich hunderte gleichzeitig, Familie, Freunde, Arbeit, Nebenjob, Weiterbildung, Job finden, etc. Und man kann natürlich das auch mit einem anderen Punkt beleuchten. Warum macht jetzt die Politik an der ganzen Sache nicht so wirklich was und regelt das Ganze? Natürlich, wir kennen das immer alle, Politik und Lobby, das ist immer ein Wechselspiel, hin und her, der eine schiebt dem anderen den Ball zu, es ist im Prinzip ein großes Fangspiel. Natürlich wäre es zu wünschen, dass es irgendwann mal ein Gesundheitsministerium gäbe, was für uns so die Sachen von Verarbeitbarkeit und Offenlegung von Daten besser regelt, als es aktuell der Fall ist. Die Diskussion hat es letztes Jahr gegeben, dass große Fastfood-Ketten eigentlich mehr dazu verpflichtet werden sollten, auf externe Institute zuzugreifen, um das Lebensmittel für den Durchschnittsbürger transparenter zu gestalten. Die Diskussion war da, ist sehr schnell auch wieder gestorben, hat sich keiner zu bereit erklärt. Und dann ist halt eben immer die Frage, inwieweit sollte dann wirklich auch ein Rechtsstaat in das Thema eingreifen. Deswegen führe ich es gerne auf, einfach weil es ist auch ein Thema, da kann man mal zu Hause drüber sprechen und mal so ein bisschen zum Diskutieren anreden. Und das ist dann halt eben für mich auch ein persönlicher Punkt, ne? Deswegen sage ich das immer wieder, ein bisschen Hilfe wäre manchmal auch ganz nett. Ja, zu viel Firmenmarketing. Das ist ein bewusst aufgeführter Punkt, weil ich komme ja aus dem Bereich. Wir kennen das immer wieder und immer wieder häufig. Im Regelfall tritt alle 10 Jahre jetzt in jeglichem Bereich, den wir haben, ein neuer Trend auf. Wir sind jetzt gerade beim Thema Nährstoffe und Ernährung. Es gibt High Carb, Low Carb, Lugi und hunderte tausende Diäten, die alle einen anderen Namen haben, alle versprechen das Schönste und das Tollste. Faktisch gesehen ist, jeder möchte auf irgendeine Art und Weise den Markt verdienen. Jeder möchte halt eben einfach sehr, sehr gerne auch Geld in der Lebensmittelindustrie oder in der Nahrungsindustrie verdienen. Ne? Und aufgrund halt eben von viel Marketingpotenzial findet auch viel Verwirrung statt. Ne? Das ist ganz klar. Jeder sagt immer, das Tollste und das Beste, weil er möchte, dass es gekauft wird. Und dann ist es für uns halt eben aufgrund dieses Firmenmarketings auch relativ schwierig für uns, einen richtigen Weg zu finden. Natürlich, die beim letzten Mal da waren, kennen mich. Ich sage immer selber, wir sind selber zum Experten. Ne? In jeglichem Bereich, wenn ihr ein Problem habt, seht zu, dass ihr da Experte werdet. Ne? Ihr seid 24 Stunden da, ihr könnt euch immer selber am besten helfen. Und da ist es halt eben auch wieder immer so eine Sache, das ist ein Thema, das sollte man eigentlich sich zumindest mal ein bisschen mit beschäftigt haben. Auch einfach, um fürs Leben besser klar zu kommen. Ja, Nahrung in Bildform bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von immer. Kommt ja auch sehr, sehr häufig vor. Das ist so unsere typische Landschaft, möchte ich mal behaupten. Unsere Lebensmittel werden auf viele verschiedene Formen schlechter. Das oben rechts im Bild ist eine Anbaufarm in Spanien. Hier wird ein sehr, sehr großer Teil Tomaten produziert, wirklich auf einer unfassbar kleinen Fläche. In Gewächshäusern, da gab es auf Arte eine sehr, sehr gute Dokumentation auch drüber. Der Tomatenanbau und so an sich ist nicht eigentlich das schlimme Thema. Das schlimme Thema an der ganzen Sache ist immer nur, diese Gewächshäuser werden aus einfacher Plastikfolie gemacht. Das heißt, die stellen Drahtgestelle auf, ziehen eine Folie darüber und jedes Jahr ist die kaputt. Und was machen die dann? Die reißen die Folie runter, lassen die liegen und werfen eine neue drauf. Und dann ist dann halt eben wirklich die Frage, wir machen uns dann immer Gedanken um Verpackungen und Lebensmittel. Wir gehen in Rewe, in den Supermarkt vorne an die Kasse und der Rewe brüstet sich im Endeffekt damit, dass du jetzt eine Papiertüte bekommst, anstatt eine Plastiktüte und wirbt dann mit seiner Ökologischkeit. Die Frage an der ganzen Sache ist, jetzt zum Beispiel, warum ist eine Jogurette einzeln verpackt? Wenn ich einen Schokoriegel in der Packung habe, warum habe ich dann in einer Packung, weiß ich nicht, 35 Packungen? Das ist dann immer so eine Sache, da ist die Frage, ist das jetzt wieder so schlechtes Marketing? Ja, und dann kommt halt eben die Sache, die viele Leute auch einfach nicht sehen. Wenn die dann da regelmäßig, was weiß ich, wie viel tausend Quadratmeter Folie im Jahr einfach durch die Gegend fahren, weil sie kaputt geht, ne, weil sie günstig ist, weil sie billig ist, weil es ein Massenprodukt ist, dann habe ich noch einzeln eingepackte Schokoriegel und habe dann halt eben auch noch, wir kennen den Trend, der geht auch immer weiter, unten sind Obstverpackungen zu sehen und Gemüse.
Natürlich wird das jetzt auch immer stärker aufgrund der Haltbarkeit, aufgrund der Dauer. Die werden jetzt auch noch eingepackt. Die kriegen dann noch eine Plastikschüssel und noch eine Plastikfolie. Und damit das schön aussieht, kommt dann da nochmal so ein Plastikeinband drumherum, damit das auch optisch ansprechend ist. Und somit ist dann mir die Frage, ist die Tüte an der Kasse überhaupt gerechtfertigt? Spätestens, wenn Sie in Plastik verpackte Bananen finden, dann hackt es bei mir immer komplett aus. Das ist eine Farce. Das ist eine Farce. An der Kasse gibt es diese riesen Tüte und dann werden die tonnenweise Folie für nichts verschwendet. Ja. Aber mit der Plastikplanung muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Ist nicht überall so. Also auf Teneriffa, wo wir häufig sind, beobachte ich das auch öfter, wenn wir da mal über die Insel fahren. Einige gehen wirklich vernünftig damit um und wie sie es entsorgen, weiß ich nicht. Also sie lassen es zumindest nicht liegen. Aber sie haben recht, in einem Jahr sind die fertig. Gute und schlechte, ja. Das dann wird das wieder drüber weggezogen. Ja. Aber das Problem da sind die Spanier einfach ein bisschen lockerer. Ja, aber das Problem ist, von der Dokumentation sind es immer noch die schlechten. Es wird mit Sicherheit auch gute geben, klar, gar keine Frage. Ja. Ja, das ist ganz klar. Ja, daneben nochmal zur Verarbeitung. Das beste Beispiel ist, glaube ich, die Pommes. Ja, ob die Pommes nachher überhaupt noch eigentlich als Kartoffel bezeichnet werden könnte, ist auch noch relativ schwierig. Weil das Fett, was er aufnimmt, ist dann von der Konsistenz, vom prozentualen Anteil überhaupt noch eine Kartoffel? Klar. Ja, es ist halt schon echt schwierig. Es ist eigentlich eine schwimmende Fetthülle, wenn man es so sieht. Ich habe ein ganz, ganz tolles Beispiel zu dem Thema. Wenn man stark aus Amerika kommt, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr wirklich gerne Pommes esst und ihr auf Pommes nicht verzichten wollt. Es gibt Heißluftfritteusen. Ist jetzt so ein bisschen so der neueste Schrei. Ne? Ihr verbraucht halt 90% weniger Fett. Ne? Das heißt, die Pommes werden quasi in Heißluft frittiert. Das sind vielleicht noch allerhöchstens 10. Es gibt Geräte mit 8%, wo man nur noch Fett braucht. Das ist eine Minimalstmenge. Dadurch wird die Pommes natürlich um einiges besser. Ich habe selber ausprobiert, die werden auch genauso knackig. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr werdet im Gegensatz zur normalen Fritteuse keinen Unterschied merken. Aber halt eben der Fettanteil sinkt, die Kalorienzahl sinkt und somit ist die Pommes dann auch nicht mehr so der extreme Dickmacher. Ist natürlich dann wieder eine Frage von Konservierungsstoffen. Ja, aber das ist dann halt eben eine gute Alternative dazu. Ich darf keine Werbung machen, werde ich auch nicht tun. Aber ist eine Option. So, Nahrungsmenge. Ja, sehr, sehr gute Beispielbilder, die waren auch sehr, sehr einfach zu finden. Der Trend kommt aus Amerika seit 5 oder 8 Jahren jetzt aktuell rüber. In Dortmund, weil wir wohnen ja hier in Umgebung, habe ich es jetzt gerade miterlebt. Das ist das vierte XXL-Restaurant in Dortmund, was jetzt aufgemacht hat. Es gibt keinen Burger unter 1 Kilo. Man kann keinen Burger unter 1 Kilo bestellen. Aufgebaut sind diese Restaurants wie McDonald's. Das heißt, ihr könnt eigentlich entweder nur einen Burger bestellen oder ein Menü. Und im Menü gibt es dann keine Getränke unter 1 Liter. Das heißt, ihr könnt immer nur 1 Kilo oder 1 Liter Getränk bestellen. Das ist das gute Beispielfoto dazu. Das heißt, ihr könnt im Prinzip quasi machen, was ihr wollt. Ich glaube, es gibt auch Wasser nicht in kleinen Mengen. Das heißt, ihr müsst auch 1 Liter Wasser haben. Das heißt, 1 Liter Burger und 1 Liter Wassersirup. Ihr kennt ja Cola von der Schweiz, das ist auch Wasser und Sirup. Und ja, das ist die Massenmenge, die uns einfach dann auf die Dauer. Wir sind Menschen. Wenn wir anfangen zu essen, dann essen wir. Das ist ein natürliches Grundbedürfnis. Und das weiß ja auch jede Fastfood-Kette. Ne? Und natürlich ist dann halt auch echt schon ein schwieriger Trend, wenn du dann da mit 2 bis 3 Kilo Essen rausrennst. Und das Schöne an der ganzen Sache ist das Menü. Ne? Es gibt ja auch noch 1 Kilo Pommes. Ja, das heißt, ihr seid mit 3 Kilo Essen bei einer Bestellung. Und dann ist halt eben die Frage, wie lange bleibt man noch dünn? Ja, wenn man das nicht jeden Tag. Ja. So, und dann habe ich halt eben ganz bewusst nochmal das Thema auch wirklich Kinder gewählt. Werden langsam alle fett. Ja, aber das liegt im häufigen Fall nicht mal ganz so schlimm an den Kindern. Wir waren alle selber mal jung. Wir haben uns alle mal, als wir klein waren, über sowas keine Gedanken gemacht. Für uns war wichtig, Mama hat Essen gekocht. Dann ist halt eben immer wieder die Frage, ich appelliere da immer wieder an die Erwachsenen und auch an euch, die vielleicht eventuell später mal Kinder kriegen. Versucht das zu regeln. Na, ihr seid Eltern, ihr seid irgendwo auch in einer gewissen Verantwortung. Und ich weiß, dass
wir alle immer weniger Zeit haben und immer mehr auf dieses schnelle Essen zurückgreifen. Aber ich finde auch, ein Kind hat aus ethischer Sicht ein Recht dazu, vernünftig essen zu lernen und vernünftig ernährt zu werden. Ein Kind kann ja auch ruhig viel, viel in Anführungszeichen essen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ja. Ich hatte da nicht ein PC oder so, dass ich meine Bude gehockt habe, sondern ich habe diese Kalorien verbrannt. Die sind draußen rumgerannt, sind Fahrrad gefahren, sonst was. Aber heutzutage, da war, die Leute nicht mehr. Aber heute, da wird da reingestopft. Auch mal die Billigvariante oder die Einfachvariante, weil die Mutter gerade keinen Bock hat zu kochen oder was. Wir gehen noch bei Meckes vorbei. Und danach wird das Kind abgesetzt, ihm vom PC guckt den Film an und das war dann die Probe. Da ich das so. In der ganzen Generation bin, so wie der, ne? Bei uns gab es früher nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch. Ich will mal ein ganz blödes Beispiel nennen. Ich habe. Bei mir im Studio habe ich ein kaputtes Gerät. Und das Gerät wird an den Seilen im Prinzip nachher mit einem Gummibumper verhindert, dass die Überspannung entsteht. Wir waren alle mal Kinder, wir haben alle früher Kreisel gehabt, wir haben alle früher Flummis gehabt. Ich bin 5 Läden abgefahren, habe keinen Flummi mehr bekommen. Kinder spielen nicht mehr mit Flummis, Kinder gehen nicht mehr raus. Kinder haben 3 und die haben Flummi. Die ist so begeistert, glauben Sie gar nicht. Sehr schön. Ne, das muss man erwähnen. Das hört immer weiter auf, es verschwindet aus dem Sortiment. Das ist nur elektronisch. Ich muss irgendwie früher in die Rohre halt verstecken spielen. Auch so mit der Verfaulung. Ich bin nur als Kind losgegangen, habe eine Blechkanne gehabt und habe die Milch geholt. Ja? Ja, so weit. Da war kein Tetra-Pack. Ich war bei Dienstag auf der Lindner Bildungskonferenz. Da war wieder ganz groß das Thema Schule, Integration etc. Ich habe das gesehen. Es wurden auch wieder einige Themen aufgeführt. Und der aktuelle Trend, der jetzt natürlich für uns alle kommt, ist E-Sports. Also elektronische Spiele. Da war jemand, der hat einen Sportverein vertreten, einen wirklichen Sportverein, ne? Also die machen im Prinzip Ballsportarten, so im Allgemeinen. Der hat als Vorstand von einem Sportverein gesagt, öffentlich, die gehen jetzt her und integrieren E-Sports in ihren Verein. Ist das geil? Warum ist das geil? E-Sports sind ja mittlerweile eh groß rausgekommen. Was ist am E-Sport positiv? Was ist für dich als Mensch? Gut, wenn man es mag, mag eine Sache sein, aber wie wird E-Sport denn betrieben? Genau, exzessiv, den Übermensch. Ja. Die Leute sitzen teilweise 24 Stunden vorm Rechner. Ja, so bin ich. Es ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist auf die Dauer für deine Gesundheit und für dein Leben nichts, was dich weiterbringen wird. Und irgendwann mal zu sagen, E-Sports ist die Zukunft. Können Sie mal E-Sports ein bisschen umschreiben? Ich glaube, da bin ich ein bisschen hinterwäldlerisch. Normale Gesundheit. Die sitzen vor dem PC, verbinden sich übers Internet mit anderen Leuten und spielen können nachvollziehen. Quasi ihre Computerspiele. Aber halt eben wirklich auf professioneller Ebene, die treffen sich dann in Verbänden und Ligen und machen halt eben Wettkämpfe. Aber das ist nicht so, wie wir das früher kennen. Der Wettkampf findet Samstag, Sonntag am Wochenende statt. Nein, sondern das geht 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Und dann kommen Leute, steigen halt eben quasi in gewissen Spielen, in Verbänden, in Leistungslinien auf und dadurch steigt exponentiell auch die Spielzeit. Und dann spielen die 5, 8, 9, 10, 15 Spiele und dann sind wir ganz schnell den ganzen Tag, die ganze Nacht, dann schlafen die mal 3 Stunden, dann haben wir hier das schöne Thema, glaube ich, Energy Drinks, letztes Mal habe ich jetzt gerade gesehen, dann kommen die Energy Drinks zum Einsatz und dann geht es mit der Gesundheit echt viel schwächer ab. Da gibt es Millionäre drunter, die nur am Stotter spielen. Das war im Fernsehen gesehen, kloppt, oder? Dann so weit kommen, dass sie dann vor dem PC einen Herzinfarkt haben. Ja, natürlich. Der Körper hört mit der Funktion ja auch einfach ganz einfach auf. Ne, wir haben eine Übernahrungsmenge, wir haben vor allem auch eine Übergetränkemenge, ne, da steht gerade wieder eine schöne Cola auf dem Tisch. Wir hören auf, uns zu bewegen und wir stopfen uns voll. Es geht nicht über eine gesunde Bewegung.
Ich habe auch nichts gegen E-Sports. Finde ich vollkommen in Ordnung. Es ist ein Hobby wie jedes andere auch. Aber wir müssen auch mal klipp und klar sagen, das sollte aber auch ein Hobby in gewissem Maße bleiben. Weil sonst macht es uns kaputt. Ich habe in dem letzten Vortrag, wenn ihr irgendwann erinnern könnt, habe ich noch dieses Skelett vor dem Schreibtisch mit der Zigarette und dem Kaffee euch gezeigt. Wenn es so weitergeht, werden wir irgendwann mal vor dem Rechner sterben. Und das ist halt eben dann auch immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Und die Frage ist halt eben, ich habe das noch nicht ganz vor ein paar Wochen erst erlebt. Ich habe Kinderbetreuung bei mir im Studio, ne? Das heißt, ich kümmere mich nebenbei auch noch um Kinder. Ne? Meine Mutter ist Erzieherin, ne? Die beschäftigt sich dann auch nebenbei noch mit Kindern. Und ich habe eine Dame gehabt, die kommt zum Training mit ihrem Kind. Und das Kind kann sich nicht mehr ohne Tablet beschäftigen. Nimmst du dem Kind das Tablet weg, dann legst du ein Spielzeug hin, hört es nicht auf zu schreien, bevor es das Tablet bekommt. Jetzt ist halt eben einfach die Frage, wie weit ist das für den Menschen noch gut? Warum muss ein Kind heute mit 4 ein Telefon haben? Ja, das frage ich mich auch. Es ist bekannt, dass durch die neuesten Studien jetzt aktuell, dass sich der frontale Stirnlappen, also Neokortex vorne, zurückbildet durch Telefon und Tablets bei Kindern. Das heißt, es wird im Laufe der Zeit der Generation eine Rückentwicklung des Gehirns stattfinden. Es ist dabei. Wir sind alle gerade dieser Generation. Ne? Durch das Überangebot an Medien, damit kommt das Gehirn nicht zurecht. Langsam zu verwöhnen. Ja. Ja, die wachsen einfach mit in diese Technologie rein. Ich habe es bei meiner Enkeltochter, wie gesagt, die ist 3,5 mal beobachtet. Die können den Tablet auch schon unten, ganz normal, ganz selbstverständlich. Letztens geht die bei uns im Wohnzimmer zum Fernsehen, versucht auf dem Fernsehen das Programm umzuschalten. Alleine so diese Übersetzung, komplett Fernsehen, wie das in dem kleinen Kopf dann schon vonstatten geht, ist auf der einen Seite sicherlich erschreckend, aber auf der anderen Seite, sie müssen damit reinwachsen, sonst sind sie irgendwann ganz weit hinten. Ja, das ist vollkommen richtig. Ist einfach so. Aber dann müssten sie da auch dosiert reinwachsen. Und dann kommt wieder die Verantwortung der Erziehungsberechtigten. Schauen Sie da mal ein Regelwerk auf, das ist nicht so einfach. Das wird es niemals geben. Ja. Das wird es niemals. Das ist doch im Prinzip das, was die Industrie eigentlich möchte. Die Industrie ist da ganz hell davon begeistert, logisch. Die sind die Ersten, die den ersten Kredit für ja, mal was, oder? Die sind die Ersten, die da schreien, das ist unbedingt nötig, das ist lebensnotwendig für die Kleinen. Da muss man sich nicht drüber wundern, dass man solche Argumentationen hat. Ich höre ja noch oft Radio, ich bin ja, was Auto angeht, noch recht altmodisch, denn ich habe meine CD, kein USB, ich war im Radio. Okay. Und 1Live hat vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, ein sehr, 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 sehr schönes Interview gezeigt von unserer Ministerin für Digitalisierung. Die hat sich dann auch öffentlich auf unseren Kongress hingestellt und hat dann gesagt, wir müssen in Deutschland die Digitalisierung fördern. Deutschland muss führender in Digitalisierung werden. Und das Erste, was sie jetzt veranlassen wird für 2018, ist, dass wir führend in E-Sports werden. So viel dann zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Sie hören eindeutig den falschen Sender, sag mal auf WDR4 umschalten oder sowas. Da kommt so ein Scheiß nicht. Ja, zum einen geht, aber WDR4 ist zu viel. Dann kommen nur die Harten durch. Dann kommen nur die. Das glaube ich. Na ja, so viel dann zum Thema, wie es auch mittlerweile im Kinderbereich leider für uns aussieht. Und es wird immer mehr quasi unser Bewusstsein gefordert. So, psychologische Faktoren hatten wir gerade schon im Vorfeld aufgelistet. Stressfaktoren, Familie, Freunde, Arbeit, Schule, ne, Existenz, Zukunft und soziale Netze. Das Bild ist sehr, sehr gut gewählt. Das ist, glaube ich, der heutige Durchschnittsmensch, so mittlerweile, wie wir das kennen. Ne? Weil wir haben ja alle PCs, Telefone. Jetzt kommen bald noch die sprechenden Autos. Ja, und wenn es alles so weitergeht, es ist halt eine unfassbare Datenflut, die das Gehirn nicht mehr aufnehmen kann. Ne? Wir haben gerade über den Stirnlappen gesprochen. Man geht aktuell davon aus, dass sich der Stirnlappen aufgrund von Überbelastung zurückentwickeln wird. Weil er halt eben damit nicht mehr richtig zurechtkommt. Es ist die Frage, ist das eine Weiterentwicklung des Gehirns oder nicht? Die Frage ist, wohin geht ihr, wenn das die Umwandlung ist? Ja, ich würde nicht sofort als negativ einstufen. Es ist, ja, wie gesagt, eine Umentwicklung. Ob die jetzt mal positiv oder negativ auslaufen wird, Sie werden es erleben. Ich nehme ja
Ich habe nämlich schon keinen Schläger bemerkt. Ja, das ist halt schwierig, ne? Ja. Aber es ist echt ein Thema, was uns in Zukunft unfassbar beschäftigen wird. Und wir werden da auch nicht drumherum kommen, egal was wir machen. Das Thema wird immer stärker werden. Dann ist die Frage, wo geht die Reise hin? Wer weiß, vielleicht sind wir haben wir in 2-3 Jahren einen USB-Stick, dann geht das nur noch und dann sind wir fertig damit. Weil jetzt nur noch zu Hause geht, also auf Kopfdruck, kriegst dein Trinken auf Kopfdruck. Es gab mal Zeit, da hat sich die Menschheit gefragt, macht es Sinn, auf 2 Beinen zu laufen? Ja, das ist Entwicklung. Ja, auch da hat man sich sicherlich Gedanken darüber gemacht. Also ich hoffe, wahrscheinlich. Also, und wir reden heute über USB-Stick. Die Frage ist, doch noch viel Menschlichkeit bei. So, die psychologische Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ist halt eben das Hauptthema beim Selbstmord, kann man so sagen. Es ist halt eben einfach das Problem an Situationen, die ich nicht beeinflussen und nicht ändern kann, aber sie am liebsten ändern möchte. Das Hauptthema, was jeder kennt, ist die Beziehung. Jeder wird vorhin in seinem Leben mal eine gescheiterte Beziehung gehabt haben, an der er nichts ändern konnte, auch wenn er es gerne gemacht hätte. Es gibt Leute, die kommen damit zurecht, aber leider gibt es auch heutzutage Menschen, die damit nicht so zurechtkommen. Das ist einfach eine Sache, die man dann auch ehrlich sagen muss. Ja? Dann gibt es auch mal so Sachen, die den Selbstmord, der dann passiert. Traurig, aber es entspricht leider der Wahrheit. Ja, Tod einer Person, gehe ich jetzt nicht so drauf ein, ich will jetzt keine alten Wunden öffnen, das kann sich jeder denken. Ne? Ja, Schulden ist auch immer ein sehr, sehr häufiges Thema. Man kennt es auch aus der Umgangssprache, ganz, ganz viele Leute machen sich halt eben dann wirklich dauerhaft den Kopf, können nicht schlafen, ne? Haben halt eben das Problem, wie soll ich mein Haus bezahlen, wie soll ich mein Auto bezahlen. Auch das ist eine Sache von Hilflosigkeit. Ich kann nicht mehr als 8 bis 10 Stunden am Tag arbeiten und Geld verdienen. Irgendwann hört es auch mal auf. Ich bin als Mensch in meiner Leistungsfähigkeit halt eben einfach begrenzt. Die Chinesen sind nicht schlafen, die wandern zwischendurch, weil sie auch 16 Stunden arbeiten müssen. Die Chinesen schlafen ja gar nicht mehr. Die Chinesen sind bitte digital auf der Arbeit. Die legen nur den Kopf auf den Tisch, machen auf und machen weiter. Der Chinese da mal wirklich schnell. Wir sind mittlerweile im Zeitalter, wo man ganz schnell kaputt rutschen kann in Schulden. Das wird alles immer einfacher. Das steckt doch hier schon wieder an. Ja, ein Telefon kostet halt wieder 1.000 Euro. Ne? Wenn man immer up-to-date sein will, dann hat man auch mal schnell ein paar Kredite am Ende. Wir haben in unserem Sozialsystem ein Loch, was ich selber erfahren musste. Ich bin mit 57 Jahren nach 40 Beschäftigungsjahren freigestellt worden, weil der Land verkauft wurde. So, dann haben sie noch 1,5 Jahre Arbeitslosigkeit. Dann sind sie aber noch lange nicht an der Rente. Dann können sie alles das, was sie angespart haben, Haus gebaut, Rücklagen gebildet und so weiter, das können sie erstmal alles aufbauen, wenn sie keinen Job finden, was nämlich schwierig ist, so bei 60 noch einen Job zu finden, das können sie erstmal alles aufbrauchen und dann sind sie irgendwann mal in der Rente und dann geht es da mit Armreihen, die Pech haben. So, und da leben sie mal von. Das zum Thema, ihr Job ist Jobverlust. Das habe ja sogar ich in meinem Alter, ich bin jetzt fast ein Jahr arbeitslos, ich hatte auch, ja, Rücklagen kann man jetzt nicht mehr, aber ich habe schon ein bisschen gespart und davon ist auch nicht viel übrig geblieben. Ja. Gut, ich bin in einer glücklichen Situation, ich habe meinen Benz nach draußen stehen, ich komme locker in der Rente, gar kein Ding, ich muss noch 2 Jahre überbrücken. Aber das sind so Sachen, das kann einen ganz schnell in diese Schiene reinbringen, dass sie sich einen Baum suchen, lassen einen Strick dran hängen und ist das Thema durch. Dann lassen den Scheiß mich hinter sich. Mit solchen Gedanken habe auch ich mich schon getragen. Das ist einfach so. Das gehört. Das geht also sehr schnell. Ja, das war auch hier mit dem Amt, das ist doch nicht dasselbe. Das ist dasselbe. Du kommst da hin, ne? Ich sag doch, ich war mal arbeitslos. Dann musste ich halt, ich war kurz vor Ende Arbeitslosengeld 1. So, dann musste ich mich vorstellen bei diesen Hartz IV da Geschichte. Hatte ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Bin ich sofort 3-4 Uhr gegangen, arbeiten. Ne? So, die machen mir so einen Kostenumschwung da. Ich habe mit meiner Ex-Verlobten damals da gewohnt. Dann habe ich ausgerechnet gekriegt, 272 Euro im Monat kriege ich. Dann sage ich, ja, ich kann nicht mal, wie soll ich meine Autos denn tanken? Ach, Sie haben ja 2 Autos, können Sie doch eins verkaufen? Sofort eins von abgeschafft, so klar. Aber ich so, und kaufen Sie mir ein neues, wenn ich einen Job habe oder so? Nee. Ich so, ja.
Da sind wir doch bald. Das ist doch beim Arbeitsamt hat man mir ernsthaft vorgeschlagen, eine Arbeitsberaterin, die ich sag mal so knapp an der 30 war, es wäre doch sicherlich sinnvoll, wenn ich meine Immobilie verkaufe, nach Süddeutschland ziehe, dann würde ich garantiert noch einen Job finden. Das war ein ernsthaft gemeintes, eine ernsthaft gemeinte Empfehlung. Darf ich fragen, welcher Jobbereich? EDV-Leiter war ich, die letzten 20 Jahre. So weit sind die Frage. Ja. Wie gesagt, ich komme nicht in existenzielle Nötschende. Da passiert nichts mehr bei mir. Aber wenn sie abhängig sind von genau diesem, ich sag mal, Laden, da werden ihnen Dinge unterbreitet, sie glauben es einfach nicht. Auch wenn ich diese 3 Wochen, nächste Woche muss ich noch, diese 3 Wochen hinter mir habe, auch da freue ich mich schon auf Gespräche in der Agentur für Arbeit. Die sollen mir erklären, bei meinem Bildungsstand, den ich habe, bei diesem Stoff, der hier vermittelt wird, warum ich hier teilnehme. Da möchte ich noch eine Antwort drauf haben. Mal gucken, was er mir sagt. Und wenn er mich stellen sollte, gut. Ich habe die Situation, ich gehe lächelnd raus, mich juckt's nicht. Aber trotz allem, den Mann, den werde ich nicht zur Rede stellen. Nur schade für alle die, die dieses Polster nicht haben und darauf angewiesen sind. Das ist scheiße. Gut, das sind ganz vom Thema, ich glaube ich, am Couch. Von so hier Gesundheitsgeschichte. Darum geht es ja auch im Endeffekt. Es geht ja auch im Endeffekt darum, auch mal eine Diskussion anzuregen, um auch mal eine andere Sparte zu hören. Sie sind halt eben in einem fortgeschrittenen Alter. Das ist was, wovon wir alle eigentlich lernen können. Ja, dann müssen Sie noch reden. Das ist schon richtig. Und ich möchte nicht mehr heute in seinem Alter sein. Ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Ist einfach so. Also einfacher wird es nicht. Meine Kinder sind 36 und 38, ich habe 2 Söhne. Und der eine ist in Stuttgart bei Bosch als Entwicklungsingenieur. Der macht übrigens diese Steuergeräte, die jetzt überall verrufen sind. Porsche, Mercedes, BMW. Der ist also ganz nah am Zeitgeschehen. Ja. Der bringt also Berichte manchmal mit, wenn der uns besuchen kommt. Also das darf man gar nicht weitererzählen. Und der andere ist in Münster bei Westlotto. Je ärmer die Leute werden, umso mehr wird gespielt. Da spiegelt es sich wieder, eindeutig. Auch der hat Storys drauf, das ist vom Feinsten. So, aber wie gesagt, die haben jetzt Gott sei Dank eine relativ noch gesicherte Anstellung. Da mache ich mir keine Sorgen, das wird passen. So, wenn ich aber ihn sehe oder die anderen jungen Kollegen sehe, die jetzt noch auf neuer Suche sind und irgendwo ein sicheres Standbein finden wollen, möchte ich nicht tauschen. Will ich einfach nicht. Ich bin auch am Überlegen zum Thema sowas wie Kinder in die Welt setzen. Warum sollte ich ein Kind in die Welt setzen, das wird später nur Schwierigkeiten haben? Das ist eine richtige Verantwortung. Jetzt ist eine Verantwortung. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun. Ja. Damals habe ich mich für 2 entschieden. Das war noch tragbar, weil ich auch einen guten Job hatte und. Aber heutzutage, Nachwuchs. Ja, deswegen. Da wären wir auch wieder beim Thema Geburtenregelung und exponentielles Wachsen der Bevölkerung. Also ich würde da schon ganz gut gegensteuern in dem Moment. Ja, vorher habe ich gedacht, ich will auf gar keinen Fall Kinder haben. Jetzt habe ich geheiratet letztes Jahr. Klar, ein Wunsch ist schon irgendwo da, aber. Du musst überlegen, ob du EA noch ein bisschen beisteuerst. Ja, genau. Bei EA muss man. Ja, dann sind wir wieder bei welchem Thema? Ja, E-Sports. E-Sports, wenn es der E-Sports haben. E-Sports für die Welt. Ja, Eine Frage, kann irgendeine rauchen? Ja, komm, wir machen eine kleine Unterbrechung, alles gut. Ja, aber wenn du jetzt einbuchst.